Heute sprechen wir darüber, wie du dich verhalten solltest, dass du auf jeden Fall nach dem ersten Date auch noch ein zweites Date bekommst. Denn dein erstes Date lief gut und du möchtest sie auf jeden Fall wiedersehen. Ja, und vielleicht hat sie dir auch schon ein bisschen, die Brübe vernebelt. Dein Kopf verdreht, meine ich damit natürlich. Ja, das ist ziemlich witzig, denn es gibt tatsächlich Dinge, die Dating-Coaches immer wieder empfehlen, die aber, ziemlich beschissen sind. Und dann gibt es Dinge, die halt niemals empfohlen werden, die aber deine Erfolgschancen massiv erhöhen können. Also so, dass dann auch auf jeden Fall das zweite Date stattfindet. Aber bevor wir starten, lass uns nochmal das erste Date Revue passieren. Es gibt diese erste Dates, die einfach gar nicht gehen. Wenn du mit so einer total attraktiven Frau geschrieben hast und dann auf einmal so eine fette Carlotta dasteht. Entschuldigung, mehrgewichtig meine ich natürlich. Hochgewichtig. Ich habe sogar einen Kumpel, der ist tatsächlich mal aus einem Café aus dem Klofenster geflüchtet. Aber es gibt auch die anderen Dates, wo du dann halt denkst, wow, das ist echt eine tolle, attraktive Frau. Und die schaut tatsächlich noch besser, als ich sie zum Beispiel in der Disco kennengelernt habe. Oder sie sieht noch viel hübscher aus, als sie sich auf den Bildern darstellt. Und das ist dann halt auch wirklich erfrischend und cool. Und solche Mädels möchte man natürlich nicht nur auf dem ersten Date haben, sondern natürlich möchte man die auch besser kennenlernen. Das Ding ist halt, wenn du auf dem ersten Date halt schon gemerkt hast, dass das halt echt eine tolle Frau ist, dann neigt man halt dazu, sich ein bisschen zurückzunehmen und man versucht, Fehler zu vermeiden. Das ist halt genau das Thema. Je mehr man versucht, halt Fehler zu vermeiden, umso mehr neigt man halt dazu, in die dicksten Fettnäpfchen zu treten. Und da musst du halt sehr gut aufpassen. Aber das erste Date ist jetzt rum. Ich hoffe, die Fettnäpfchen waren nicht allzu groß. Wie geht das Spiel denn jetzt weiter? Und da kommen wir jetzt auch schon zu Punkt Nummer 1. Ganz, ganz viele Experten empfehlen den Leuten immer wieder, ja, warte erst mal eine Zeit, bis du ihr dann schreibst. Und das ist ein riesiger, fetter Bullshit. Weil das Problem ist ja, du möchtest ja eigentlich diese guten Emotionen, die beim ersten Date auch entstanden sind, die möchtest du ja auch aufrechterhalten. Und du möchtest ja nicht, dass das jetzt alles abflacht, dass du das alles wieder vergisst, ja, weil Emotionen sind halt flüchtig. Sondern du möchtest ja eigentlich relativ schnell, dass das Ganze sich hält, dass sich das Ganze festigt und dass er das auch konstant mit dir verbindet. Also du musst im Prinzip präsent sein und am besten, du schreibst ihr auch schon direkt nach ein paar Stunden, wenn das erste Date vorbei ist. Am besten kann man das natürlich auch machen, indem man dann direkt auch auf das Date Bezug nimmt, vielleicht auch sowas schreibt wie, ich fand das Date eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann vielleicht so ein Zwinker-Smiley oder sowas. Und dann merkt man schon, man ist nicht zu bedürftig, aber man gibt im Prinzip schon Proof und sagt, hey, es war cool. Ja, und ich kann mir da auch ein zweites vorstellen. Also das ist die Message, das solltest du nicht schreiben, dass du dir auch ein zweites vorstellen kannst, sondern einfach halt ihr zeigen, hey, war nice, hat mir gefallen und that's it. Wenn du halt jetzt 3 Tage wartest oder halt dieses Hardcore-Love-Bombing betreibst, also zu sehr investierst oder einfach zu wenig investierst, dann neigt man halt dazu, dass man halt Frauen mit einer Bindungsstörung anzieht. Also solche, die wirklich ganz viel Freiraum brauchen und die sich sofort eingeengt fühlen, wenn man sie zweimal angeguckt hat. Oder man neigt halt dazu, welche anzuziehen, die halt ganz massiv diese Bindung eigentlich auch brauchen. Beides ist im Prinzip nicht wirklich gesund. Deshalb fahr den Mittelweg, schreib ihr regelmäßig, halte den Kontakt aufrecht, halte die positive Emotion aufrecht, aber übertreib's nicht, indem du dann halt Message schreibst wie, oh, das war so toll, oh, das war so schön. Das war so ein schöner Abend, das war so romantisch. So, das ist natürlich übertrieben, ganz klar. Und dann ist auch gewährleistet, dass du keine Amber Heard am Ende am Start hast, die dir dann ins Bett kackt. My dog stepped on a bee. Oder dich anzeigt. Oder dir ein Haus anzündet, wenn sie mal nicht das bekommt, was sie will. Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 2. Und das empfiehlt halt fast keiner. Aber es ist super, super wichtig, dass du das tust. Nämlich, du musst versuchen, den Druck rauszunehmen. Das heißt, wenn du ihr jetzt schreibst, also mach nicht sofort den zweiten Date-Vorschlag, sondern zeig einfach, hey, du bist ein cooler Typ, der halt auch ein eigenes Leben hat, der interessant ist und so weiter. Nach 2-3 Tagen kann man dann den Vorschlag fürs zweite Date auf jeden Fall dann auch bringen. Ich empfehle auch nicht schon beim ersten Date über das zweite Date zu reden. Man kann natürlich darüber reden, was man dann die nächste Woche und sowas tut, aber man muss das jetzt nicht so krass fokussieren oder sowas oder direkt schon in Stein meißeln. So nach 2-3
Tagen einfach den zweiten Datevorschlag dann bringen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du es schaffst, für sie die Hürde massiv zu senken. Ja? Das ist auch schon beim ersten Date massiv wichtig, dass sie einfach nicht mit irgendeiner scheiß Dingelbahn erstmal 3 Stunden lang durch Dörfer fahren muss, ja, bevor sie dich treffen kann. Oder dass sie irgendwelche wichtigen Termine verschieben muss, die ihr wichtig sind, sondern dass du halt wirklich auch versuchst, ihr den Einstieg, die Zusage fürs zweite Date halt einfach so entspannt wie möglich zu machen, dass sie da gar nicht lang nachdenken muss und einfach zusagen kann. Wie so eine Nachricht ganz genau aussehen kann, das zeige ich meinen Klienten immer dann auch nochmal im Detail, weil das ist ein bisschen schwierig, weil da kommt es natürlich auch sehr auf den individuellen Kontext an und darauf, was halt ihr auch insgesamt geschrieben habt und wie die Frau vom Schreibstil her halt auch ist, ja. Also mit meinen Klienten spreche ich das immer ganz im Detail durch, aber ich denke mal, ich habe dir jetzt das grobe Muster auch schon ganz gut gegeben, dass du das auch selber reproduziert bekommst. Was wir auch sehen ist, dass zwischen Date 1 und 3 ganz häufig Frauen da auch so ein bisschen Faxen machen. Also, dass sie dir dann halt auch signalisieren, ja, ich bin mir jetzt hier noch nicht so ganz sicher mit dir und ja, wir können uns schon eventuell weiter treffen, aber wo das Ganze hinläuft und hinführt, ah, lass uns das erstmal vielleicht freundschaftlich pipapo machen und sowas, ja. Und davon fühlen sich sehr, sehr viele Männer auch sehr stark eingeschüchtert. Deswegen musst du da sehr gut aufpassen, wie du dann darauf reagierst. Und darüber habe ich auch ein eigenes Video gemacht und das blende ich dir jetzt auch nochmal hier in der Infobox ein. Dann siehst du, wie du halt in solche Shit-Test-Situationen, gerade zwischen Date 1 und 3, eben auch am besten umgehen kannst. Und da möchte ich dann auch nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil das ist sehr, 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 sehr wichtig, das zu verstehen, ja. Im Prinzip ist es wichtig, dass man eigentlich von dem ersten Kontakt an eigentlich einen guten Draht zu der Frau aufbaut und sofort eigentlich auch den richtigen Frame setzt. Denn am Anfang, ja, also das heißt beim ersten Kennenlernen oder auch beim ersten Date, musst du im Prinzip schon den Frame richtig setzen. Und der Frame muss halt einfach sein, ich bin ein interessanter, cooler Typ, ja, ich habe ein eigenes Leben, ich bin nicht auf dich angewiesen, treffe auch andere Mädels, bin super entspannt und locker und alles kann im Prinzip mit uns werden, aber im Prinzip muss auch nichts werden. Und du gehst deinen Weg, du machst dein Ding, aber du hast auch Interesse an ihr. Wenn man halt auch ganz klar zum Beispiel Komplimente macht, auch teilweise so ein bisschen sexuelle Komplimente und sowas, dann ist es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass man da zu seinen Emotionen und zu seinen Gefühlen im Prinzip auch steht. Und dann sinkt eben auch massiv die Gefahr, dass die Frau an deiner Führung zweifelt, an deiner Dominanz zweifelt oder dass sie dich eben in die Friendzone abschiebt. Das solltest du halt immer bedenken. Ab Sekunde 0 im Prinzip geht das Spiel los und da musst du halt die Weichen, wie gesagt, auch richtig stellen oder den Frame richtig setzen, sagt man ja auch ganz häufig. Wenn du wissen möchtest, wie sie dich zwischen den Dates wirklich hoffnungslos vermisst, da habe ich die besten psychologischen Tricks mal rausgeschrieben und in ein Video gepackt. Schau da auf jeden Fall rein, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ansonsten auch wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Adios.